Hallo und herzlich willkommen zu unserer Februar-Ausgabe von TV RUB. Heute haben wir zwei Kurzdokumentationen für euch, die im Rahmen des Praxisseminars Dokumentarisches Erzählen im letzten Semester an der Ruhr-Uni entstanden sind. Entstehung einer Symphonie, musikalischer Ausgleich zum Studium mit hohen Ansprüchen. Und das andere Sehen, Kunstschaffende und die Rolle des Sehens im musischen Zentrum. Wir befinden uns hier im Audimax, dem größten Hörsaal unserer Uni und dem Schauplatz unserer ersten Doku. Dies ist nämlich der Ort, an dem das Uni-Orchester Collegium Instrumentale probt und seine Werke dem Publikum präsentiert. Wir haben den musikwissenschaftlichen Direktor, Professor Hans Jaskulski, und zwei seiner Schützlinge dabei begleitet, wie sie die anspruchsvolle 9. Sinfonie Beethovens einüben. Also, lausche auf! Wir versuchen es noch präziser zusammenzubringen. Ja. Bar, also der erste müsste mehr Akzent haben, dann darf es zurückgehen. Moment. What do? Kompromisse, musikalische oder sonstige, habe ich eigentlich nie gemacht. Ich glaube, wenn man es fertig bringt, das ist halt immer wieder erneut der Versuch, zu überzeugen mit einem Werk, dann sind junge Menschen auch gerne bereit, einem das abzunehmen. Und wenn man nicht überzeugend ist, dann lassen sie es einen auch wissen, dann merkt man das auch. Jawohl, Matthias, bravo. Haben wir noch mal 16. 16. Ich mache es fast 35 Jahre und das ist natürlich immer wieder eine Herausforderung. Man merkt selber natürlich, dass man älter wird, logischerweise. Die Studierenden bleiben aber merkwürdigerweise immer gleich jung. Ich heiße Samuel Schneider, ich spiele Cello, bin schon ein bisschen länger im Orchester. Proben sind natürlich immer anstrengend und lange, aber bei mir vergeht die Zeit immer sehr schnell. Ich heiße Lydia Weissert und ich spiele zweite Geige und ich sitze jetzt gerade öfters am ersten Pult, weil unsere Stimmführerin oft nicht da ist, aber eigentlich spiele ich eher am zweiten Pult. Früher fand ich Orchesterspielen nie so toll, aber jetzt irgendwie seit ich hier spiele, macht es mir total Spaß. Es macht Spaß mit anderen zusammen was musizieren zu können oder was produzieren zu können. Ja, es gibt schon so die eine oder andere Stelle, die nicht so ganz einfach ist. Aber letzten Endes, zum Konzert klappt dann meistens alles. Erste Geige, Celli und Bässe. Der erste Takt bei B hat dieses Crescendo. Ja, das höre ich nicht. Und die Intonation ist jetzt auch nicht so berauschend. Ich hoffe, dass da jeder noch ein bisschen übt. Weil ich denke, Intonation kann man im Ensemble nicht üben, das macht keinen Sinn. Also kann man auch, aber ist auch viel Eigenarbeit. Und ja gut, ist halt schon nächste Woche. Ich glaube, viele denken da nicht dran und es gibt viele, die halt im Prüfungsstress sind und da einfach ja, wahrscheinlich eher auf ihre Prüfungen sich konzentrieren als auf das Konzert jetzt, denke ich mal. Es ist erfahrungsgemäß so, dass das Probenwochenende immer noch eine ganze Menge reißt, wie man so sagt. Und zwar einfach deshalb, weil sich alle auf dieses Wochenende konzentrieren und auch freuen und längere Zeit einfach zusammen sind, viele Stunden, und sich besonders mal abseits aller Verpflichtungen, die man über die Woche hat und über das Semester hat,
mal nur mit diesem Werk oder mit dem, was eben jeweils auf dem Programm steht, beschäftigt. Mehr, mehr, mehr. Wer hat Geburtstag? Ja, ich habe heute Geburtstag, aber so besonders ist es eigentlich gar nicht. Also, jetzt werde ich halt ein Jahr älter. So, gestern hat meine Schwester Abi-Wahl gehabt. Und da ich nicht von hier komme, brauche ich halt fast 4 Stunden nach Hause. Und da bin ich jetzt halt heute Morgen nach Hause wieder hierher nach Bochum gefahren. Und das war ziemlich anstrengend. Dann hat der Zug noch Verspätung gehabt. Dann habe ich dummerweise auch noch was im Zug vergessen. Es gibt solche und solche Tage. Das ist bei der Musik so und das ist bei allen anderen Dingen auch so. Es gibt gute und schlechte Tage und an manchen Tagen kann ich das alles total gut durchspielen. Vielleicht sind andere Dinge noch in mir drin, die jetzt halt gerade wichtig sind. Ich muss ja als Stimmführer meistens das Stück schon Anfang des Semesters so drauf haben, dass ich das theoretisch schon für ein Konzert spielen könnte. Klappt natürlich meistens realistisch nicht so, aber bevor die Proben anfangen, würde ich mal pro Woche schon 6-7 Stunden veranschlagen, die ich da investiere. Vor allem das Probenwochenende ist immer sehr wichtig und da werden dann die letzten Sachen beseitigt, die dann noch schief gehen. Ich kann mich da gerade nicht so richtig drauf konzentrieren, obwohl ich es gerne würde. Aber das hat echt mit Prüfungen und so zu tun, denke ich. Man lässt sich da einfach zu sehr vereinnahmen. Auf der einen Seite versuchen wir immer im Bereich der Chorsymphonik große Werke, interessante Werke für Chor und Orchester aufzuführen. Auf der anderen Seite hat man dann am Ende fast immer ein Ergebnis, das so schön ist und so befriedigend ist, dass man den Eindruck hat, die Arbeit hat sich gelohnt. So, von musikalischen Künsten weiter zur bildenden Kunst. Denn darum dreht sich alles in unserer nächsten Doku. Hier im Musischen Zentrum der Ruhr-Uni haben Studierende, aber auch Nichtstudierende die Möglichkeit, sich künstlerisch völlig frei zu entfalten. Egal ob mit dem Pinsel, mit dem Spachtel oder mit Hammer und Meißel. Die Doku »Das andere Sehen« beschäftigt sich mit der Bedeutung vom Kunstschaffen aus verschiedenen Perspektiven und mit der Frage, was denn anderes Sehen eigentlich bedeutet.
Das Wichtige ist für mich vor allem sehen zu lernen, auch erleben zu lernen, zu lernen, wie das, was ich sinnlich wahrnehme, auf mich wirkt, zu lernen, wie ich das so wiedergebe, dass es ein anderer auch verstehen kann. Ich bin von Haus aus Malerin und Grafikerin, habe tatsächlich vor über 30 Jahren und mehr hier im Musischen Zentrum angefangen, weil ich es eben ungeheuer wichtig finde, dass Menschen lernen, neben ihrer Ausbildung eben anders zu denken, anders zu sehen, dadurch eine größere Freiheit zu entwickeln, größere Problemlösungsmöglichkeiten, Entscheidungsmöglichkeiten, dass sie lernen, besser hinzugucken. Und darüber hinaus ist dieser Ort hier auch einfach ein Ort, wo Leute ein gewisses Zuhause finden können. Das Besondere am Musischen Zentrum oder dem Bereich Bildende Kunst im Musischen Zentrum ist, dass man hier einfach eine Menge Leute treffen kann, die auch Erfahrungen im künstlerischen Bereich haben, die seit vielen Jahren halt was machen. Und dass man dadurch auch zum gewissen Austausch kommen kann, wenn man den sucht. Also man kann sich halt hier über Kunst unterhalten, muss es aber nicht. Also es ist natürlich Freiraum. Jeder muss für sich gucken, was er hier lernen möchte, was er lernen kann. Wenn man halt mal eine Bachelorarbeit geschrieben hat oder irgendwo wissenschaftlich gearbeitet hat mit Experimenten und es einem nicht reicht, dann sollte man eher in die Kunst gehen und da eben die Möglichkeiten hat, wirklich frei zu arbeiten. Da ist man nicht so eingeengt. Da gibt es nicht so, das muss jetzt richtig so sein oder das ist falsch, sondern wie du es machst, ist eigentlich genau richtig. In der Kunst kann man sich vergessen. Man macht etwas, man gibt sich ganz rein, man kontrolliert sich nicht, man ist ganz dabei. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Künstler ins Atelier gegangen wäre, dann wären meine Möglichkeiten beschränkt gewesen. Ich habe hier die Schränke, das Material, kann eigenständig arbeiten, kann meine Arbeitszeit bestimmen. Wir einigen uns, wer nimmt welche Werkbank, aber eigentlich hat man immer die Möglichkeit zu arbeiten. Der Kopf irgendwie so voll und ich find, wenn ich dann zum Beispiel hier hingehe und irgendwie eine Tonfigur mache, dann kann ich so sehr irgendwie im Moment sein und am Ort an sich, dann bin ich danach irgendwie viel offener gegenüber der anderen Welt und nicht so sehr irgendwie ja, passiv in meinem eigenen Kopf. Man wird irgendwie nicht schräg angeguckt, wenn man hier hinkommt und irgendwas machen will. Man hat total viel Freiheit. Also wenn man irgendwie eine Idee hat, dann
guckt man sich um, es gibt irgendwie tausend Materialien. Das mag einen vielleicht, glaube ich, am Anfang ein bisschen überfordern. Man weiß nicht genau, wo man jetzt hier anfangen soll. Aber wenn man erstmal angefangen hat, dann kann man hier so viele Sachen machen. Und halt irgendwie ohne, dass da großartig jemand einem immer über die Schulter guckt und sagt, so und so muss er sein oder irgendwie diese Mathe strukturiert oder irgendwas, sondern du kannst es halt irgendwie ganz frei machen. Es gibt auch niemanden, der irgendwie hier rumkontrolliert oder so. Also insofern beeinflusst mich der Raum, dass ich, dass ich hier irgendwas machen kann, ohne dass das direkt beurteilt wird. Jeder kann ja irgendwie sein Ding machen. Es ist hier ein Abenteuer, was ich hier mache. Das ist man so unendlich frei. Meine, es geht ja nur um ein paar Farbtupfer. Und trotzdem werden da Freiheitsräume eröffnet, spielerische Freiheitsräume, die man eigentlich sonst nirgendwo gewinnen kann. Das ist für mich das Allerinteressanteste, was die Farbe mit einem macht. Man wird ein anderer Mensch dadurch. Hier, also diese Cluster hier mit dem Rot und vor allem mit dem Orange. Das Orange begeistert mich so. Sie können da ständig spielen, also auch mit ihrer Fantasie oder mit den Augen. Man hat da Freude. Ich muss halt Kopf wie Körper gleichzeitig benutzen. Und das macht für mich Kunstschaffen hier zu was Besonderem im Vergleich zum Studium. Was ja meistens dann doch sehr theorielastig ist. Es geht mir halt darum, dass ich ein persönliches Bild von den Dingen habe und wenn ich das in meine Skulpturen reinsetze, dann heißt es nicht, dass ihr das auch seht. Ihr sollt halt das sehen, was ihr darin seht. Ich denke oder möchte, dass das hier ein sehr offener Raum ist, ein demokratischer Raum, in dem jeder seinen Interessen folgen kann und soweit es irgend möglich ist, das machen kann, was er machen möchte, wo eben auch wer neu dazukommt, wer Anfänger ist und noch wenig Ahnung hat, einfach aufgenommen wird und mitarbeiten kann. Ich habe für mich eine andere Weise gefunden, an Probleme ranzugehen, nämlich einfach quer zu denken. Nicht auf einer bestimmten Linie zu denken, sondern chaotisch in viele Richtungen. Und das funktioniert. Thank you.
So, das war's auch schon wieder von uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Sehen könnt ihr uns wie immer auf tv.rupp.de und nrvision. Besucht uns auch gerne auf unserer Facebook-Seite. Wir würden uns freuen. Auf bald!